Und ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, um euch zu bilden. Finanzbildung heißt heute das Thema. Dazu habe ich Jakob Risse von Funny Money eingeladen. Kleinen Applaus mal für ihn. Danke. Ja, Jakob Risse kommt ursprünglich von der Fachhochschule Dortmund, aus dem Fachbereich Wirtschaft. Und daraus hat sich das Kompetenzteam sozusagen, will ich das mal nennen, Funny Money entwickelt, gegründet als Firma. Und die beraten jetzt junge Leute wie euch, wie ihr eure Finanzen in den Griff bekommt. Ja, und dazu erzählt jetzt Jakob was. Eigentlich war Katharina auch noch eingeladen, aber die ist heute leider erkrankt. Und Jakob hält jetzt alleine den Vortrag, das schafft er auch, ich habe ihn schon mal gehört, kriegt er hin. Und danach habt ihr Zeit, Fragen zu stellen, bitte fragt. Ihr könnt ihn auch mal in eure Klasse einladen, in die Schule, wenn euch das gefallen hat. Und nach eurer Fragerunde zeigen wir euch den Film mit George Clooney. Der ist so ein bisschen darauf abgestimmt, auf das heutige Thema. Und wenn ihr dann noch Fragen habt nach dem Film, der Jakob bleibt. Also ihr könnt vorne in der Sitzgruppe euch einen Flyer mitnehmen, euch orientieren und dann nochmal Fragen stellen. Also kein Problem, scheut euch nicht. Und ich gebe jetzt mal einfach weiter und spanne euch nicht auf die lange Folter. Ja, dann auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Super, dass ihr alle gekommen seid und euch überhaupt in eurer Freizeit für das Thema interessiert. Also ganz begeistert für das Aufkommen hier. Und ja, also was habe ich heute hier im Angebot? Wir erklären der Welt das Geld, klingt ja erstmal spannend. Dann, aber vornweg, ganz wichtig bei dieser ganzen Geschichte, ist dieses hier. Diese Veranstaltung enthält keine Beratungsleistung. Sie dient lediglich der Wissensvermittlung. Und das ist für mich eine ganz unglaublich wichtige Abgrenzung bei dieser ganzen Geschichte, weil das, was ich mache, hat halt relativ wenig damit zu tun, euch halt irgendwie zu sagen, was ihr tun sollt. Was mir unglaublich wichtig ist bei dieser ganzen Geschichte, ist halt einfach, dass ihr die Fähigkeiten erlernt, all diese Sachen rund um eure eigenen Finanzen selber in die Hand zu nehmen. Weil ich kenne das halt von mir selber, also dass man halt irgendwie so in dieses kalte Wasser geworfen wird, dass es dann einfach heißt, den Umgang mit dem Geld lernst du schon, während du mit dem Geld umgehst. Das klappt aber überhaupt nicht, deshalb hat mir mein ganzes Leben lang halt irgendwie eine Instanz gefehlt, die sich halt einfach mal die Mühe macht, mir auf Augenhöhe zu erklären, wie funktioniert das überhaupt, richtig mit dem Geld umgehen. Und das ist mehr oder weniger ganz genau das, was wir mit Funny Money erreichen wollen. So, was wir heute vorhaben, ich mal selber hier, oder ich kann auch hier gucken. Erstmal, also ein Einstieg in das Ganze, wie erklären der Welt das Geld? Also wieso muss der Welt überhaupt das Geld erklärt werden, ist ja mal eine ganz spannende Sache. Gucken wir uns direkt am Anfang an. Wünsche, Riesenthema, gerade in eurem Alter, auch das kenne ich von mir selber, also dass man natürlich halt auch gerade, wenn man jung ist, muss man halt 100 Millionen Sachen haben. Da halt einfach mal zu gucken, also wo ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Wunsch und Bedürfnis, wie erfülle ich mir überhaupt Wünsche und dann natürlich davon abgeleitet, also die ganz große Frage, ein Großteil unserer Wünsche hat ja leider über 8 Ecken irgendwas mit dem Geld zu tun, wie spare ich denn überhaupt Geld, um mir dann tatsächlich auch meine Wünsche erfüllen zu können. Auch ganz wichtige Sache. Und dann nach hinten raus Geld investieren, also wird noch richtig komplex hier, ist aber tatsächlich so, dass wir halt quasi über diesen Bereich einen wunderbaren Einstieg und diesen Film schaffen können, was halt auch einen praktischen Mehrwert noch hat, weil also wir sind die erste Generation, die mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn sie denn privat fürs Alter vorsorgen möchte, was wir tun sollten, ja, irgendwie, ja, kein Weg mehr an diesem Investieren vorbeifinden. So, jetzt gucken wir uns aber zuerst mal an, was ist überhaupt Funny Money? Wer ist überhaupt Funny Money? Und da habe ich jetzt hier mal diese wunderbare Grafik mit dir. Hier, kann man das sehen? Ja, also normalerweise hätte ich jetzt einen kleinen roten Punkt. Dann würde ich mich markieren und ganz schockiert feststellen, ja, wie dick ich damals noch gewesen bin. Also das kann man aber nicht sehen, oben rechts. Da unten rechts habt ihr meine Kollegin Ekaterina Herrmann, die ja heute mit mir hier gewesen wäre, leider Gottes erkrankt. Und dann halt ganz oben mittig, das ist die Professorin, die dieses Projekt damals bei uns am Lehrstuhl ins Leben gerufen hat, Professor Dr. Katrin Löhr. Man hat die dann auch mal gesehen. Aber wie ihr seht, da sind halt noch ganz viel mehr Leute mit dabei. Also das besteht nicht nur aus mir, wo ich jetzt rumlaufe und die ganze Zeit ja jungen Leuten mit auf den Weg gebe. Es lohnt sich enorm und wir müssen uns auf jeden Fall in irgendeiner Form mit dieser Thematik Geld beschäftigen. Sondern haben wir natürlich auch ganz viele Leute, also die meine Rechtschreibfehler aus den Präsentationen wieder raus, die Präsentation überhaupt so schick machen, wie die jetzt gerade sind. Und ja, nach hinten raus, also das mit dieser Online-Akademie, das liegt dann vorne auch noch, also digital das ganze Thema erlernen, auch ein bisschen lustiger, als es mir damals beigebracht wurde. Ja, auch die fallen natürlich da in diese Truppe mit rein. So, und dann geht's aber auch direkt los. Wir erklären der Welt das Geld.
erstmal ein relativ großes Versprechen bei dieser ganzen Geschichte. Jetzt aber vorweg mal die Frage, also wieso muss der Welt denn überhaupt das Geld erklärt werden? Das ist ja erstmal eine ganz spannende Frage. Bei mir ging es halt damals so, also dass ich schon irgendwie gemerkt habe, jetzt habe ich natürlich auch Wirtschaft studiert, also ich hatte schon irgendwas mit diesem Thema am Hut, dass ich wusste, also in irgendeiner Form sollte ich mich damit beschäftigen. Wusste aber nicht so wirklich wie. Dann habe ich mir gedacht, ja, Wirtschaft, das ist so bestimmt irgendwas, was man mit einer Zeitung lernt. Habe mich dann einfach mal ein bisschen auf die Suche begeben und mal geguckt, also was für Inhalte gibt es da überhaupt und was genau hat die Zeitung denn für mich bereit in diesem Bereich. Und das sah dann halt ungefähr so aus. Also dass mir, also egal wo ich hingeguckt habe, sowas über den Weg gelaufen ist. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte, desto weniger Lust hatte ich darauf. Dass ich halt einfach gemerkt habe, also diese ganze Finanzwelt, wie wir sie jetzt mal nennen wollen, besteht mehr oder weniger aus ganz genau solchen Negativschlagzeilen, die ganz vieles machen, aber mir nicht unbedingt mehr Lust, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was aber erstmal eine ganz furchtbare Sache ist, weil wenn ich mir überlege, also jetzt rückblickend, nachdem ich das die letzten 6 Jahre gemacht habe, was für unglaubliche Mehrwerte das hat, wenn man halt den Umgang mit dem Geld früher lernt. Weil das ist nämlich der Trick. Also das ist eine erlernbare Fähigkeit, wie alles andere auch. Und es geht halt erstmal damit los zu gucken, wo kommt mein Geld her, wo geht das überhaupt hin, bietet einem halt enorme Möglichkeiten, halt einfach seinen eigenen Umgang mit dem Geld zu verbessern, muss dann aber halt in irgendeiner Form erstmal, ja, entdeckt werden und auf diesem Weg aber halt nicht. Also wenn man halt sagt, gut, das ist das Bild, was ich davon habe, dann ist man früher oder später frustriert, das klingt dann so, dass auch die jungen Leute natürlich irgendwann sagen, also wie kann das sein, dass ich so unglaublich lange zur Schule gehe, ich bin fast 18, habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherung, kann aber eine Gedichtsanalyse in 4 Sprachen schreiben. Also, dass ihr euch jetzt zu Recht fragt, wie ich damals, also wie kann es sein, dass ich, ach, so viele tolle Sachen in der Schule lerne, aber das, was ich nachher wirklich brauche, oder ein Teil von dem, was ich nachher wirklich brauche, aber es ist schon ein ziemlich entscheidender Teil vom Leben, ja, wird mir halt einfach nirgendwo vermittelt. Jetzt bin ich heute Morgen auch noch in Düsseldorf gewesen und habe da mit den ganzen Politikern darüber gesprochen, also wie genau bekommen wir jetzt Finanzbildung in die Schule, Fachwirtschaft hat schon wieder nicht funktioniert, also da hinken wir halt einfach hinterher. Und das ist halt insofern dramatisch, als dass man natürlich als junge Person echt gucken muss, also wo genau kriege ich meine Informationen jetzt her. Da ist Naina nicht umsonst frustriert gewesen. Das ist übrigens auch schon 6 Jahre her, seitdem hat sich nicht so viel getan. Ja, wo entsteht dieses Problem jetzt? Das ist eigentlich ganz simpel. Also dass man sich natürlich erstmal die Frage stellen muss, wo bekomme ich jetzt meine Finanzbildung her? Und da haben wir jetzt erstmal 2 Quellen für das Ganze. Also dass man natürlich sagen kann, ja, da gibt es Leute, die sind mir wohlgesonnen. Das sind die Leute, die wollen, dass ich gewinne. In diesem Leben halt irgendwie nach vorne komme. Das sind halt meist die Freunde, Familie und die Schule. Also die Schule, da denkt ihr jetzt, oh, nicht so. Aber das sind tatsächlich auch Leute, die es halt wirklich gut mit einem meinen. Jetzt haben wir hier aber das Problem, dass, obwohl die halt wirklich nur unser allerbestes wollen, hier halt leider Gottes das Fachwissen fehlt. Dass diese Leute zwar also wirklich ihr Bestes dafür geben würden, dass wir es halt in irgendeiner Form in diesem Bereich halt schaffen, aber die sind halt einfach nicht gut genug ausgebildet, um diese Kompetenzen weiterzugeben. Dann sagt ihr jetzt natürlich, na gut, dann gehe ich doch einfach dahin, wo die Kompetenzen liegen. Kommt man dann hier raus, also klassische Bank-Vermögensberaterwelt. Jetzt ist aber hier, dann denkt ihr euch wahrscheinlich auch, Mensch, nach dieser riesigen Finanzkrise 2008, also besteht da vielleicht ein Eigeninteresse? Also ich meine, vielleicht eine ganz wertvolle Lektion im Umgang mit dem Geld ist, in der Regel gibt es sehr, sehr wenig umsonst. Und wenn sich jetzt halt wirklich so ein Bankberater eine Stunde Zeit nimmt, um euch halt zu beraten, also kriegt man da dann am Ende das, was man halt wirklich haben möchte oder das, wovon der Berater, nennen wir ihn mal so, dann sagen würde, das ist das Richtige für euch. Also irgendwie fehlt da einfach die Instanz in der Mitte, da, die halt einfach sagt, also ich habe dieses Fachwissen für die ganze Geschichte und habe aber überhaupt keine Eigeninteresse dabei. Also für mich steht hier die Wissensvermittlung wirklich im Vordergrund. Und das ist dann mehr oder weniger, hier schließt sich der Kreis, wie wir uns halt damals an der Hochschule überlegt haben, wie Finanzbildung strukturiert sein sollte. Also ganz oben über der ganzen Geschichte steht mal Kompetenz. Also wir mussten auf jeden Fall sicherstellen, dass die Informationen, die wir da bekommen, auch die richtigen sind, weil das wäre ja ganz furchtbar. Also das ist ein großer Teil unserer Zukunft, hängt dann irgendwie ja, mit diesem Geld zusammen und dass man da halt einfach sicher sein kann, dass die Entscheidungen, die ich hier treffe, sind die richtigen, weil das haben wir kompetente Leute vermittelt.
Unabhängigkeit, sind wir jetzt wieder bei den Banken und Vermögensberatern, dass man natürlich auch sagen muss, also die Person, die da sitzt und mir halt erzählt, wie ich richtig mit dem Geld umgehe, hat überhaupt kein Interesse daran, mir nachher irgendeine Versicherung oder halt irgendein, ja, vorher nach hinten, also mit dazu zu verkaufen, irgendwelche Produkte, was auch immer Banken so verkaufen. Und dann, und das ist halt quasi das Herzstück bei dieser ganzen Geschichte, ist, dass wir uns natürlich auch irgendwann gefragt haben, wie wollen wir überhaupt lernen? Also würde ja gerne sagen, das ist also groß besser geworden, aber ich kenne es halt damals auch so. Also du kommst halt in die Schule und dann sitzt du halt da und dann steht halt vorne jemand, der erzählt und erzählt und irgendwann gehst du halt nach Hause und im besten Fall hast du halt irgendwas gelernt. Und ich habe mir auch damals auch gedacht, also kann man das nicht irgendwie besser machen, interaktiver machen. Also euch halt mit auf die Reise nehmen und halt einfach irgendwie zuzusehen, dass ihr am Ende sagt, wow, das hat super viel Spaß gemacht und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe am Ende auch noch was dabei gelernt. Das sind halt mehr oder weniger die drei Säulen, auf denen wir halt damals gesagt haben, muss dieses ganze Unternehmen aufgebaut werden. Jetzt kann man natürlich sagen, so, ja gut, also das klingt jetzt alles, ach, so dramatisch. Also ist das hier in Deutschland denn wirklich so schlimm? Also, dass der Langhaarige jetzt mittlerweile schon im Kino steht und über sein Geld redet. Und dann leider diese Statistik mit dazu nehmen, die jetzt einfach nur mal kurz darstellt. Also, wie sieht es denn überhaupt aus mit der Finanzbildung hierzulande? Und wenn man sich die Zahlen dazu anguckt, sind die mehr oder weniger dramatisch. Oder nicht mehr oder weniger, das ist dramatisch. Also jetzt nach so einer Statistik kann man jetzt halt einfach mal festhalten, also jeder zweite Deutsche, Blick über die linke, Blick über die rechte Schulter, würde von sich selber behaupten, und das kommt ja auch noch was dazu, in der Regel sagt man ja immer, ach, eigentlich bin ich ein klasse Typ und wenn mich jemand fragt, bist du ein klasse Typ, sage ich ja. Ne, aber in der Selbstauskunft wirklich zu behaupten, ich fühle mich in Finanzfragen nicht wirklich gut vorbereitet auf all das, was kommt. Ja, also auf jeden Fall, das ist einfach das Problem, vor dem wir jetzt gerade stehen. Also wenn wir das jetzt hier einfach so kurz auf den Punkt bringen wollen, dann, also das ist halt so eine Schlagzeile aus dem Handelsblatt, das ist so eine Wirtschaftszeitung, die manchmal rausgegeben wird, so im BWL-Studentenmilieu taucht die dann manchmal auf. Und die titelten irgendwann, also vorne auf der Titelseite hatten sie stehen, die Deutschen als Finanzanalphabeten Nummer 1. Also ein ganz dramatischer Titel. Also jeder zweite Deutsche ohne ausreichende Finanzbildung. Das würde erklären, wieso ich mittlerweile schon im Kino stehe. Und jetzt stehe ich aber hier mit ganz genau dieser Aussage. Ich sage, macht euch keine Sorgen. Denn, und das ist mir unglaublich wichtig bei dieser ganzen Geschichte, fehlende Finanzbildung hat absolut nichts mit fehlender Intelligenz zu tun. Wir sind nicht einfach zu blöd, dieses Thema zu verstehen. Das Problem, was wir hierzulande haben, ist dieses, dass wir das einfach nirgendwo lernen. Also selbst ich, als ich damals gemerkt habe, also ich muss da in irgendeiner Form irgendwas tun, um mich halt einfach ein bisschen sicherer dazu fühlen, hatte riesige Schwierigkeiten, überhaupt an die Informationen zu kommen, ja, auf die ich es da halt abgesehen hatte. Vor dem Hintergrund, also ist es dann hierzulande definitiv also ein guter Ort, um einfach mal ein bisschen mehr über Geld zu sprechen. Weil ich gehöre jetzt auch schon zu der Generation, die sagt, es wurde jetzt lange genug nicht über Geld gesprochen, mit dramatischen Konsequenzen, ja, also hier nochmal, und vor dem Hintergrund also nach oben eine Menge Luft. So, nach dieser emotionalen Anfrage würde ich jetzt ganz gerne einfach mal diesen riesigen Raum nutzen, wo ich die Chance habe, und mal fragen, würdet ihr sagen, haltet ihr Finanzbildung für wichtig? Wer würdet, ja, das könnt ihr euch jetzt mal, könnt ihr mal aufzeigen. Das sieht man gerne. Dann ist es bis hierhin doch schon mal gut durchgekommen. Irgendwelche Leute, die sagen, nein, ich halte Finanzbildung eigentlich nicht für wichtig. Wow, das gefällt mir. Und dann aber direkt hinterher diese Frage. Würdet ihr sagen, ihr habt ausreichende Finanzbildung? Für ja? Und dann natürlich die große Frage hinterher, wer würde sagen, nein? Ja. Und hier kann man also jetzt guten Gewissens dazu sagen, also ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre, also in jeder Schule, die ich besucht habe, an den meisten Universitäten, an denen ich gewesen bin und auch mit den Auszubildenden, in den Auszubildendenbetrieben, sieht diese Abfrage ganz genauso aus. Also das ist was, also selbst 6 Jahre nach dem Nalina-Tweet sind wir da noch nicht groß weitergekommen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt seid ihr heute hier, was unglaublich großartig ist. Also nochmal ein riesen Dankeschön, dass ihr euch überhaupt die Mühe gemacht habt. Freut mich echt eine Menge. Und auf der Basis würde ich sagen, springen wir jetzt mal direkt rein in die ganze Geschichte. Mit der großen Frage nach den Wünschen. So, um so einen Wunsch zu verstehen, müssen wir den Wunsch jetzt erstmal abgrenzen. Denn, ne, also Wunsch wird halt oft falsch verwendet, dass man einfach sagt, ich wünsche mir was und dann hat man das irgendwie nicht in den richtigen Kontext eingegliedert. Und deshalb unterteilen wir zuerst mal zwischen Wunsch und Bedarf.
So, wo ist jetzt der Unterschied? Also es sind ja beides in irgendeiner Form Äpfel. Dass man natürlich bei dem Wunsch jetzt erstmal festhalten kann, ja, also so ein Computer mit so einem stinkenden Apfel drauf ist eine tolle Sache, ist aber erstmal ein Wunsch. Also wenn man diesen Computer nicht bekommt oder halt einen anderen Computer hat, der den gleichen Zweck erfüllt, aber halt den Apfel nicht drauf hat, stirbt man nicht. Bei dem Bedarf sieht es aber schon anders aus. Also zum Beispiel sowas wie Essen, der gleiche Apfel, wo halt quasi wirklich anfassbar, der führt dann halt schon dazu, also dass wenn man halt diese Bedarfe nicht deckt, relativ schnell eine Situation kommt, wo es schon brenzlig wird. Also wenn man nicht genug isst, kann es natürlich auch schon schwierig werden. Bei diesem Hintergrund also kann man hier schon mal also Sachen, die einen nicht wirklich umbringen, ein schwarzer Apfel, von denen zu trennen, die halt wirklich wichtig sind, damit ihr überhaupt euer Leben leben könnt. Bedarfe. Und dann darauf aufbauen, also wenn wir jetzt sagen können, okay, also jetzt weiß ich schon mal zu unterscheiden, also wo ist mein Bedarf und wo ist mein Wunsch, müsste man jetzt erstmal gucken, also wie sieht das denn überhaupt mit diesen Wünschen aus? Könnte man jetzt zum Beispiel sagen, schreibe ich mir eine Wunschliste. So, was wünschen wir uns? Jetzt kann man ja erstmal, also ich meine, coole Klamotten, das ist ja also wie überall anders auch. Also ich meine, schick gekleidet will man halt sein, das spielt halt auch eine große Rolle, kennt er ja selber und da einfach zu sagen, so okay, also wenn ich gewisse Kleidung haben möchte, muss ich die jetzt erstmal als das identifizieren, was die ist. Weil man kann relativ schnell angezogen sein, um den Bedarf zu decken, bekleidet zu sein, aber der Wunsch dahinter ist natürlich, da muss eine gewisse Marke draufstehen. Sobald es ein Wunsch ist, kommen wir aber halt schon wieder in diesen Bereich Sparen und da müsste man halt schon wieder gucken, also ist das jetzt vielleicht was, ja, was ein bisschen Vorlauf erfordert. Dann natürlich direkt also ein Fahrrad, das ist auch mittlerweile was, wo man halt sagen muss, also da kann man schon drauf sparen. Klar, gibt es großartige Möglichkeiten, mittlerweile zum Beispiel über eBay-Kleinanzeigen auch ein ziemlich großartiges Fahrrad zu bekommen, für einen Bruchteil der Kohle. Und wenn man dann noch in der Lage ist, ein Fahrrad zu reparieren, kann man halt wirklich schon relativ günstig drankommen und damit dann zum Beispiel also den Bedarf nach Mobilität, der tatsächlich auch besteht, in Form von so einem Fahrrad zu decken. Dann wird er jetzt auch älter und dann irgendwann wird es halt ganz interessant, dass man sagt, so jetzt hätte ich gerne ein Auto. Und da wird es aber halt schon ganz spannend, weil die sind in der Regel nicht so günstig. Dass man dann einfach feststellt, okay, also um so ein Auto zu bekommen, das kaufe ich nicht mal einfach so. Also kriegt man halt einmal Taschengeld, zum ersten des Monats, davon kann man in der Regel kein Auto kaufen. Führerschein, der ist erstmal die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt ein Auto kaufen. Also die Reihenfolge muss natürlich, erstmal muss man einen Führerschein machen, der auch eine ganze Menge Geld kostet. Auch definitiv, das ist ein Wunsch, der aber halt auch irgendwie so halt noch den Bedarf dahinter nach Mobilität deckt. Aber erstmal eine gute Sache, die aber auch erspart werden muss. Handy, da muss man jetzt natürlich halt auch immer nochmal dazu sagen, also klar, 2008, man braucht auf jeden Fall ein Handy, um irgendwie an diesem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ist aber halt auch tatsächlich also eines der größten Problemkinder unserer Generation, weil die Dinger so unglaublich teuer sind. Also wenn man sich das halt einfach überlegt, und das natürlich auch die Industrie einem natürlich auch so weiß machen möchte, du brauchst auf jeden Fall, Apfel-Apfel-Problematik, dieses eine Telefon, das kostet jetzt aber mittlerweile über 1000 Euro, wie will ich das denn finanzieren? Und da natürlich halt über diese ganzen wilden Vertragsmodalitäten, die es da halt gibt, ein Telefon kauft, was dann halt dafür sorgt, dass man sich für die nächsten 2 Jahre an irgendwelche Verträge bindet und das kostet dann schon eine ganze Menge Geld. Also auch da, wenn man das jetzt auch nochmal abdrehen möchte, das als wirklich als Wunsch zu betrachten und zu sagen, also ich spare mir das Telefon erst zusammen und tue mir dann eine Karte da rein, ist vielleicht der sehr viel bessere Weg, damit umzugehen. Altersvorsorge, also das bin jetzt halt wieder ich, jetzt bin ich aber auch schon 30, aber das ist halt das, was ich mir wirklich am meisten wünschen würde, wenn ich so zurückdenke. Hätte ich das früher verstanden, wie es überhaupt funktioniert, Vermögen aufzubauen, weil das ist ein ganz spannender Prozess, mehr als erleihbar, kann man halt auch alles zu 100% selber machen, also braucht man diese ganze riesige Industrie eigentlich nicht mehr für, aber da zählt jeder Tag. Wo man halt wirklich sagen muss, also ihr in diesem wunderbaren Alter, wo ihr das jetzt wenigstens schon mal gehört habt, und wenn ihr nichts mit rausnehmt, dann werdet ihr irgendwie nur daran, dieser langhaarige Junge, der irgendwann gesagt hat, man muss privat fürs Alter vorsorgen und dass er euch da schon mal irgendwie in diese Richtung ein bisschen schlau machen kann. Das ist wie ein Riesenthema für unsere Generation, also meine am oberen Ende, ihr fangt ja gerade erst an mit dieser Geschichte, aber das versucht euch zu merken. Bitte, bitte. Großes Ding. Ja, und dann haben wir natürlich auch hier nochmal den Apfel dazu, also so ein MacBook Pro in Gold, wenn man da halt einfach sagen würde, ja, es ist eine ganz schöne Sache, ist aber definitiv ein Wunsch. Das deckt überhaupt keinen Bedarf, weil auch gerade so diese Komponente Gold macht es halt irgendwie nochmal 200 Euro teurer, nur dass man hier halt einfach nochmal sieht, also das gehört auf jeden Fall auf eine Wunschliste. Und ihr so, das wäre jetzt die große Frage. Dann noch, Frau Bier, meinen Sie, Sie könnten vielleicht mal 1, 2 junge Leute befragen, was man noch auf so eine Wunschliste schreiben könnte? Wer hat denn Ideen von euch für die Wunschliste? Du hast eine Idee. Auch wenn noch nicht Weihnachten ist, aber... Also mein Grund
größter Wunsch im Moment ist ein Computer. Ein Computer haben wir da. Und dann auch hier... Du hast auch einen Wunsch. Hier ist noch jemand? Ein neues Handy. Neues Handy. Noch jemand einen anderen Wunsch? Nein, Jakob, ich glaube, das war's. Ja, doch, da ist noch ein Wunsch. Du hast noch einen. Ich wünsche mir im Moment eine PlayStation. Auch nicht schlecht. Ja, wir haben ziemlich wunschlose Kinder hier. Du hast ja erstmal eine großartige Idee. Ja, aber drei haben wir. Aber dann, also bestärkt es mich natürlich jetzt dann auch nochmal an, also dass dann quasi ein Großteil von dieser Wünsche, sorry, PlayStation haben wir jetzt vergessen da aufzunehmen, aber theoretisch, also dass ihr jetzt schon mal wisst, also das sind Wünsche, die halt erstmal erspart werden müssen. Also in irgendeiner Form muss man erstmal ein bisschen Geld auf die hohe Kante bekommen, um dann halt von da aus ganz neu diese Wünsche zu erfüllen. Aber was man jetzt auf jeden Fall hier nach dieser riesigen Wunschliste und dieser Abgrenzung, also was brauche ich wirklich zum Leben und was habe ich jetzt dann einfach, um mir diese Wünsche zu erfüllen, mal festhalten kann, ist, dass irgendwie über acht Ecken muss man sich selber darum kümmern. Wenn man das Telefon haben möchte, muss man einfach gucken, also wie bekomme ich jetzt das Geld zusammen, um mir dieses Telefon zu kaufen. Das heißt also, was wir jetzt hier an dieser Stelle mal lernen, ist Folgendes, dass wir jetzt die Finanzen selber in die Hand nehmen. Und wie machen wir das am besten? Gerade wenn es halt darum geht, also wie ich schon gesagt habe, so ein Telefon wie auch so eine Playstation, das ist ja in der Regel nicht günstig, da müssen wir sparen. Und das ist ja, also mittlerweile leben wir in einer Welt, wo einem halt irgendwie weiß gemacht werden soll, dass man halt einfach nicht mehr sparen braucht. Du kannst alles haben und zwar sofort, schreien sie dich von irgendwelchen bunten Plakaten an. Und da aber halt auch einfach jetzt zu wissen, also dass das schon mal einfach wirklich Dinge sind, auf die halt einfach ein bisschen gespart werden muss. Also das deutsche Sparen ist selbst in 2018 immer noch eine Tugend, die sich halt weiß Gott lohnen kann, weil das Allerschlimmste, was einem halt passieren kann, gerade in jungen Jahren, ist es halt in irgendeiner Form Schulden zu machen. Und seien es jetzt halt also wirklich diese klassischen Konsumentenkredite, nimm den Fernseher jetzt mit und bezahlt mir dafür im Monat 18 Euro, oder halt der Handyvertrag, wo sie einem sagen, ja, mach den Handyvertrag für 18 Euro und das Telefon schenke ich dir mit dazu. Da halt einfach zu wissen, also da hat man überhaupt nichts von. Das ist eine ganz dramatische Endung vorprogrammiert. Und da einfach zu sagen, also ich gehöre zu den Leuten, die sich halt so einen Wunsch halt noch wirklich ersparen. So, jetzt natürlich, also die Frage, also wieso sollte man jetzt sparen? Also den Einwürfen, die ich jetzt hier habe, ist erstmal der vielleicht wichtigste, ist diese Reserve zu haben. Also man kommt öfter mal in eine Situation, wo man halt einfach noch den einen oder anderen Euro braucht. Kennt er wahrscheinlich selber, ist irgendwie, was weiß ich, drei Wochen durch in so einem Monat und ihr stellt fest, jetzt passiert aber irgendwie was Aufregendes und ich will da in irgendeiner Form noch mitmachen und ich habe aber überhaupt kein Geld mehr. Muss man natürlich zu Mama gehen und fragen, Mama, kannst du mir mal irgendwie ein bisschen Geld leihen, zahle ich dir vom nächsten Taschengeld zurück. Das wird, je erwachsener man wird, wird halt einfach dieser Art von Bedarf, das wird einfach immer mehr. Und man einfach gucken muss, können dramatischere Dinge passieren, geht mal so ein Auto kaputt oder man muss mal eine Waschmaschine reparieren. Aber es ist grundsätzlich nie verkehrt, ein bisschen Geld für ganz genau solche Notfälle auf der hohen Kante zu haben. Also wofür lohnt sich das Sparen? Zum einen mal für diese Reserve. Weil die kleinen, wie auch die großen Wünsche zu erfüllen, also das ist vielleicht irgendwie schon reicht, wenn man irgendwie ein bisschen Geld auf die hohe Kante bringt, um sich einen tollen Tag im Freibad zu machen, das wird relativ schnell erspart, aber halt auf der anderen Seite, wenn man sagt, ich spare für ein neues Handy, da merkt man halt schon, also da muss ich vielleicht den einen oder anderen, ja, Tag mehr investieren, um da das Geld dann einfach zusammenzukriegen für. Und weil es halt Sachen gibt, also jetzt bei unseren drei Wünschen Gesundheit übrigens da hinten, dass halt einfach Situationen, wenn Situationen kommen, kann in das Taschengeld nicht rein. Also wo man einfach sagt, ich bekomme halt ein gewisses Taschengeld und dann kostet aber halt die Sache, die ich haben möchte, zehnmal das Taschengeld, dass man da natürlich schon echt gucken muss, also wie genau haushalte ich jetzt mit meinem Geld, damit ich mir ganz genau diese Wünsche, die ich denn habe, auch erfüllen kann. Und jetzt auch hier nochmal eine Frage an euch. Bevor ich jetzt gleich mal so ein paar Spartipps ins Rennen bringe, hättet ihr vielleicht ein paar Spartipps für mich, wo ihr sagen würdet, auf dem Weg kannst du den einen oder anderen Euro einsparen? Da finden wir bestimmt was. Nach beiden Wegen. Ja, du hast eine Idee zum Einsparen. Wenn man jeden Monat etwas Geld weglegt, so. Das funktioniert auf jeden Fall. Schon mal? Dann können wir schon mal ein kleines Vermögen aufbauen. Ist auch noch eine Idee? Ha ha ha.
noch eine, Idee? Ich suche auch theoretisch nach so einem richtig konkreten Spartipp. Also wo er sagen würde, also da kannst du Geld sparen. So etwas wie, wenn du im Supermarkt nicht auf Augenhöhe einkaufst, sondern dich mal ein kleines Stück nach unten beugst und mal nach unten ins Regal guckst, da gibt es die gleichen Produkte in günstiger. Das ist ja schon mal ein Spartipp, mit dem kann man was anfangen. Ja, wir haben ja noch eine Idee. Ich dachte auch, dass man vielleicht einfach kostengünstige Alternativen finden kann. Sehr gut. Weil sonst würde ich sagen, gucken wir uns doch mal an, was wir da so aufgeschrieben haben. Also was uns jetzt so in 6 Jahren Finanzbildung aufgefallen ist. Oder da? Noch einer? Ja, arme Frau Bier, das war heute große Strecke. Ach, nichts, kein Problem. Dass man im Internet einkauft? Um dann da die Preise besonders clever zu vergleichen? Ja, ja, auf jeden Fall. Das funktioniert auch sehr gut. Dann haben wir nämlich jetzt direkt hier als ersten Spartipp, danke dafür, als hätten Sie hier von hinten auf dem Computer geguckt, ganz genau das. Preise vergleichen und das ist jetzt halt nochmal mein Zusatz dazu, insbesondere bei Schnäppchen. Worauf will ich jetzt hinaus, wenn ich das insbesondere Schnäppchen sage? Also das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen. Ich komme aus Dortmund und ich weiß halt noch von damals, wenn ich in die Innenstadt gegangen bin, dann gab es halt einen Sommer- und einen Winterschlussverkauf. Und da kann man tatsächlich irgendwie günstige Sachen kaufen. Heutzutage gehe ich in die gleiche Stadt und es ist immer Sale. Jeden Tag. Also es gibt für jede Saison irgendeinen Schlussverkauf, dann gibt es halt irgendwas, was ich, neue Frozen-Joghurt-Laden hat eröffnet und alle Läden machen Sale. Also wo man auch hinguckt, überall werden Dinge halt irgendwie besonders günstig verkauft. Und dann irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sich fragt, ja, aber kann das denn wirklich sein? Kann denn wirklich 365 Tage am Stück irgendein Abverkauf stattfinden? Und das ist natürlich halt ganz genau der Punkt, also wo die Industrie halt auch gemerkt hat, ja gut, also wenn ich halt dieses riesige rote Schild Sale bei mir im Laden hänge, kommen die Leute auch rein und denken natürlich, da können sie halt günstig was starten. Problem hier ist aber, dass wenn halt 365 Tage am Stück Abverkauf ist, führt das wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass das dann einfach gar nicht wirklich ein Abverkauf ist, sondern dass halt einfach nur irgendwelche Fantasiepreise durchgestrichen werden, um dann halt im Endeffekt ein Produkt, was sonst halt genauso viel gekostet hat, ganz genau hier so zu verkaufen. Also hier lässt sich schon mal sparen, indem man zum Beispiel einfach mal aufs Telefon guckt und guckt, was genau kostet mich das gleiche Produkt zum Beispiel im Internet. Flohmarkt stöbern, also da habe ich jetzt vor kurzem noch auf Instagram ein ganz großartiges Video gesehen, da ist so ein junger Mann, Gary Vaynerchuk aus Amerika, der hat auch sein ganzes Leben lang propagiert, also auf diesen Flohmärkten kann man halt unglaublich, ja, Schätze, also finden und das war ganz spektakulär, da ist er halt wirklich rumgefahren durch Amerika, hat er halt diese ganzen kleinen Flohmärkte besucht, hat dann da unglaubliche Sachen eingekauft und die hat über Ebay weiterverkauft und dann tatsächlich einen Schnitt von fast 3000 US-Dollar gemacht. Mit Sachen, die er halt im Wert von 27 eingekauft hat. Also ist unglaubliches Zeug, wenn man sich halt einfach mal überlegt, da gibt es halt einfach Möglichkeiten, die klar ein bisschen mehr Arbeit kosten, also so einfacher so da anzugehen, aber da halt einfach zu sagen, also zu großen Teilen in dieser Gesellschaft ist das wenigste Zeug halt wirklich abgenutzt und da zu sagen, ich guck mal auf den Flohmarkt, also ich weiß das von meiner Schwester, die geht jetzt die Tage auf den Flohmarkt, ich glaube Ende des Monats, und die verkauft mehr oder weniger ungetragene Sachen. Das ist, was Flohmarkt ist, aber halt mit einem unglaublichen Abschlag. Also das weiß Gott empfehlenswert. Wunschliste, hatten wir ja gerade schon, jetzt die Eine-Woche-Regel dazu, das ist dann nochmal also einer, der mir unglaublich viel Geld spart. Das funktioniert folgendermaßen, dass wenn ihr merkt, dass ihr irgendwas kaufen wollt, also bei mir sind das meist Turnschuhe, ich kaufe unglaublich viele Turnschuhe, ich kriege das aber langsam unter Kontrolle. Dass ich in den Laden gehe, ich sehe ein paar Turnschuhe und denke so, boah, den muss ich jetzt aber kaufen. Und dann impulsiv, wie man eben so ist, geht man halt zur Kasse, kauft den und denkt sich ja halt quasi 3 Tage später, was habe ich mir überhaupt dabei gedacht. Und dann hat halt eine Kollegin von mir, die war vorhin auch auf dieser großen Folie allem und mir diese Regel mal mit auf den Weg gegeben. Die hat gesagt, hör mal, wenn du was haben möchtest, dann speicher es einfach in deinem Kopf und dann, wenn du es nach 7 Tagen immer noch haben möchtest, also eine Woche später, dann kaufst du es. Das führt jetzt dazu, also dass ich halt ganz genau, wenn ich halt einfach in so einen Laden gehe und irgendwas sehe, mir denke, okay, das finde ich gut, dann gucke ich einfach mal, ob ich es in 7 Tagen immer noch haben möchte. Und fast 90% von dem, was ich halt quasi impulsiv vor Ort gekauft hätte, kaufe ich halt nach einer Woche nicht mehr. Im Großteil der Zeit erinnere ich mich nicht mal daran, dass ich das überhaupt vorhatte. Und das ist halt was, was einem halt unglaublich viel Geld einspart, weil es einem halt einfach diese kompletten Impulsivkäufe aus dem, ja, Einkaufsverhalten rausnimmt. Also das kann ich wirklich nur allerwärmstens empfehlen, probiert das mal aus. Also da habe ich halt locker 20% von meinem Geld mehr in der Tasche gehabt. Der nächste, also dieses Haushaltsbuch, weil das ist was, also das kann ich eigentlich nicht oft genug predigen, weil ich
so skeptisch, wie ihr jetzt gerade guckt. Also, dass ich mir auch gedacht habe, ist also, als mir, zu mir das da angetragen wurde, dass jemand sagte, so, hier, also es war damals die Professorin, legte mir so ein kleines Büchchen und sagte, guck mal hier, dieses Buch, tu mir mal einen Gefallen und notiere einfach mal 3 Monate lang jede Ausgabe, die du so tätigst. Also, ich natürlich, dass ich Katzchen. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich kann doch jetzt nicht irgendwie mit so einem Buch rumrennen und irgendwie meine ganzen Ausgaben notieren. Was soll da denn? Sie sagt, glaub mir mal, nimm das mal mit, mach das und wir sehen uns in 3 Monaten wieder. Komme ich halt an, ist ganz vorbildlich gepflegt, Professor-Studenten-Verhältnis, dachte, hier ist das Ganze. Dann sagte sie zu mir, und jetzt hier hast du 3 Stifte dazu und jetzt mit diesen 3 Stiften machst du Folgendes. Du nimmst diesen grünen und damit markierst du jede Ausgabe, die wirklich notwendig gewesen ist. Miete zum Beispiel, sonst fliege ich aus meiner Wohnung. Gib mir einen gelben dazu, wo sie sagt, und alles, was du dir mal gegönnt hast, am Wochenende mal mit dem Kumpels rausgehen, markierst du mit gelb. Und dann gab es mir einen roten Stift dazu und sagte, und mit diesem Stift markierst du jetzt mal alles, wovon du sagen würdest, dass es im Nachhinein überflüssig gewesen ist. Und das führte dann dazu, dass mir aufgefallen ist, dass wirklich ein Großteil der Ausgaben, die ich so über meinen Monat tätige, mehr oder weniger überflüssig gewesen sind. Das ist mir aber nie aufgefallen, weil ich es mir halt nie wirklich vor Augen geführt habe. Und das ist halt das Tolle an diesem kleinen Haushaltsbuch. Also zum einen zu wissen, wo das Geld hinfließt, weil das ist tatsächlich der erste Schritt zum richtigen Umgang mit dem Geld. Einfach mal zu wissen, wofür gebe ich mein Geld überhaupt aus. Das ist wahnsinniges Zeug und es wirkt so simpel, aber das verspreche ich euch in die Hand. Wirklich einfach nur mal zu gucken, was genau mache ich mit meinem Geld. Das bringt einen so unglaublich weit nach vorne finanziell. Und natürlich langfristig, also wenn man sich das in jungen Jahren angewöhnt, nach hinten raus macht das Leben halt sehr viel einfacher. So, Langlebigkeit von Kleidung und Schuhen. Also ich meine, ihr kennt das ja selber, also da gibt es ja theoretisch mal Geschäfte, die halt einfach sagen, also du kriegst bei mir das Top für 1 Euro, 2 Euro. Aber optimistisch. So, was machen diese Geschäfte? Die machen nämlich über ein ganz cleveres Konzept dahinter, dass natürlich, wenn du halt mit relativ wenig Geld relativ viel kaufen kannst, das Gefühl hast, Finanzpsychologie, dass du halt einfach besonders viel bekommst. Im Nachhinein bekommst du aber halt auch gerade für diese Preise mehr oder weniger eigentlich gar nichts. Also das ist halt ein T-Shirt, das ziehst du einmal an und dann nach dem nächsten Waschen ist es halt einfach kaputt. Was aber halt einfach nur davon lebt, dass du halt einfach da reingehst mit 20 Euro und dich aber halt so fühlst, als wärst du gerade auf der Kö und hättest halt 20.000 ausgegeben. Das ist halt eine ganz clevere Sache. Hat aber halt den Nachteil, dass man da Kleidung bekommt, von der man im Nachhinein gar nichts hat. Also man hat den ganzen Schrank voller Kleidung, aber mit dieser ganzen Kleidung kann man halt nichts anfangen. Vor dem Hintergrund, also da vielleicht lieber nochmal, wie wir ja gerade schon gelernt haben, ein bisschen sparen und halt sagen, ich kaufe mir lieber irgendwas von richtiger Qualität und dafür aber wenig. Davon habe ich dann aber auch lange was davon. Und dann irgendwie nicht bei diesem ganzen Fast-Fashion-Wahnsinn mitzumachen und zu sagen, also ich trage im Jahr 24 verschiedene Kollektionen, weil ja, der Markt mir das so diktiert. So, Bücherei nutzen, also für die Bücherwürmer unter euch, ist bestimmt hier ja, die Hälfte des Saales, die halt denkt, oh, bei dem ganzen Zeug, was ich lese, fahre ich wahrscheinlich relativ günstig damit, jetzt auch einfach mal die Bibliothek dann dazu zu nehmen. Funktioniert aber auch bestens, plus, also wenn man irgendwo coole Leute kennenlernt, dann meistens in der Bibliothek. Und dann, um dann auch gerade, also jetzt über das Sparen hinaus, also wenn er jetzt nicht gerade auf dem Flohmarkt günstig einkaufen wollte, um es dann halt bei eBay nochmal ein bisschen teurer weiter zu verkaufen, gibt es natürlich auch ganz viele Wege, sich jetzt schon ein bisschen was dazu zu verdienen. Ja, mal die Mama fragen, ob man vielleicht irgendwie ein bisschen beim Haus mithelfen kann, man kann vielleicht ein bisschen babysitten gehen und kann man auch schon mal Zeitung austragen. Und natürlich so, also wenn man jetzt halt quasi nicht nur anfängt, Geld zu sparen von dem, was man hat, sondern auch schon versucht, aktiv ein bisschen mehr Geld dazu zu bekommen, halt sehr viel schneller an den Punkt ankommt, wo man sich halt diese ganzen Wünsche erfüllen kann. So, dann haben wir jetzt hier nochmal unsere Wunschliste einmal kurz notiert, also wo wir sagen, das ist besonders empfehlenswert dafür zu sparen. Zum einen mal Sicherheit. Also es gibt halt nichts Besseres als das Gefühl zu wissen, dass man sich um diese ganze Geschichte mit dem Geld nicht so wirklich Sorgen machen muss. Also egal was passiert, ich kann das bezahlen. Führerschein und Auto, das ist halt einfach was, also das kommt früher oder später, will man halt auch ein Auto haben, will man halt auch irgendwie Auto fahren. Und das ist aber halt was, also mit 18 zu realisieren, dass man halt mit 18 und einem Tag ganz gerne Auto fahren würde, das funktioniert nicht. Also man müsste halt jetzt schon gucken, also wenn ich denn halt relativ zeitnah einen Führerschein machen möchte und ein Auto dazu kaufen, also dass man da jetzt vielleicht schon mal ein Auge drauf hat, wie genau spare ich mir das zusammen. Schöne Wohnung, irgendwann am Tag, da zieht man von zu Hause aus und da hat man natürlich das Problem, dass man zwar eine schicke Wohnung findet, aber in den meisten Fällen ist die komplett leer. Und dann liegt man halt da in diesem Traum von der ersten eigenen Wohnung, muss aber halt erstmal noch ein halbes Jahr sparen, bis man überhaupt ein bisschen Einrichtung hat. Also auch das ist was, das kann man jetzt schon mal auf dem Schirm haben, weil der Einstieg in die erste eigene Wohnung sehr viel einfacher wird, wenn man schon ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat. Ja, dann auch Eka hat da wieder ihr MacBook Pro in Gold dann verewigt, also auch das
geht hier jetzt nicht einfach nur darum, also diese ganzen harten Erwachsenen-Dinge halt jetzt irgendwie schon mal mit Geld und zu denken, sondern dass man auch wirklich sagt, also wenn ich halt Bock habe, mir irgendwas richtig Cooles zu kaufen, dann kann das auch jetzt schon auf dieser Wunschliste stehen, aber halt immer mit dem Zusatz, dass natürlich auch solche Sachen was sind, worauf man sparen muss. Weil natürlich auch gerade das, also diese Konsumentenelektronik, das ist im Mediamarkt schnell passiert, dass dann halt einfach heißt, komm, nimmst doch mit, 0% Finanzierung, das könnte auch nochmal rot durchstreichen, also das, da lassen wir auch die Finger von. Ja, und dann ich wieder mit meiner Altersvorsorge, also das, wie schon gesagt, also ihr, für euch ist jetzt einfach nur wichtig, das mal gehört zu haben, also ihr müsst früher oder später fürs Alter vorsorgen, vor dem Hintergrund, also je öfter man das erwähnt, desto besser. So, jetzt können wir auch nochmal gucken, so, also kommt das ungefähr hin, wofür jetzt die Jugendlichen in Deutschland sparen? Also da hätten wir jetzt erstmal hier größere Anschaffungen, also das Telefon, die Playstation, dann aber halt auch so Sachen wie ein Auto oder halt einen Führerschein. Führerschein, den man aber auch mehr oder weniger bei Ausbildung noch mit dazu bekommen könnte, also dass man einfach sagt, also ich plane noch irgendwie Großes, mir das Studium locker finanzieren zu wollen, ja, dann wird auch dafür gespart bei der deutschen Jugend. Notfälle, wie schon gesagt, ganz empfehlenswert, gibt Situationen, in denen braucht man halt einfach irgendwie schnell Geld, wenn man es dann zur Hand hat, ist das eine ziemlich großartige Sache. Viertes Quartal, bitterstes Quartal, das ist nämlich in der Regel das, wo dann die Rechnungen kommen. Da muss man halt einfach zusehen, also dass man da natürlich auch die Kohle auf einer hohen Kante hat. Nicht, dass es nachher heißt, so, muss ja was weiß ich, ich kann meinen Strom nicht mehr bezahlen. Wäre dramatisch. Ja, das Alter, da, also ich könnte es theoretisch, müsste ich es noch mehr erzählen, wenn man halt sieht, dass nur 4% der deutschen Jugendlichen halt jetzt schon angefangen haben, fürs Alter zu sparen. Ich weiß, das klingt so unglaublich unspektakulär und ich würde auch viel lieber irgendwas Feuerwerkartiges erzählen, aber das ist halt wirklich was, also habt mir da ein Auge drauf, ihr, wo ihr es mal gehört habt. Ja, und sonstiges, da kriegt da mehr oder weniger alles rein, für was man halt sonst noch so sparen kann. So, jetzt wird es aber richtig spannend. Geld investieren nämlich. Da, jetzt natürlich erstmal die große Frage, ist, wo passiert das denn überhaupt? Das ist ja meist an der Börse. Dann haben wir da jetzt so einen Bären, einen Bullen und einen Sparschwein. Also Sparschwein ist jetzt halt nicht nochmal, dass ich sage, ja, sparen, auch fürs Alter. Hier vielleicht erstmal so als ganz wichtigen Fakt drumherum, also dass man sich, hat sich schon mal irgendjemand gefragt, was es überhaupt mit dem Bullen und dem Bären auf sich hat? Oder könnte mir das irgendwer beantworten? Und es interessiert auch gar so. Ja, weil theoretisch, also diese zwei Tiere, die mehr oder weniger halt einfach den Verlauf von Kursen an der Börse beschreiben, haben wir zum einen den Bären, der für den Pessimisten in dieser Branche steht, der mit seinen großen Pranken die Kurse nach unten drückt. Also wenn man nicht so optimistisch ist und sagt, also die Wirtschaft wird sich bald schlecht entwickeln, dann spricht man da von einem Bären. Das Gegenteil davon wäre dann der Bulle, das ist dann der heillose Optimist an der Börse, der mit seinen Hörnern die Kurse wieder nach oben schmeißt. Also wenn man halt sagt, es läuft großartig aktuell und es wird noch großartiger laufen in der Zukunft, dann spricht man hier von einem Bullen. So, und dann gibt es diese Börsen, die jetzt, ja, also überall auf der Welt, also ich habe hier mal so ein paar Prominente mitgebracht, also da ganz oben sehen wir mal die klassische, die hat man vielleicht auch schon mal, wenn man da gewesen ist, in der Regel, das ist so eine Touristenattraktion, da mal vorbeizugehen, also die Frankfurter Börse. Dann würde ich jetzt ganz gerne sagen, Handelsplatz Nummer 1 in Europa, London, aber... Ich sehe auch gerade hier die erste Reihe, ihr habt das mit dem Brexit ja auch alle schon im Blick und denkt euch auch, ich glaube lange macht das United Kingdom das halt nicht mehr. Hongkong eine ganz interessante, Singapur, also das ist mehr oder weniger die Schweiz für den asiatischen Raum. Ja, Shanghai, auch da wird sehr viel gehandelt. Tokio, nicht mehr so interessant, aber ihr seht, also worauf ich hinaus möchte, die gibt es halt überall. Und dann hier, die ganz wichtig, also ihr könnt das jetzt nicht sehen, weil ich zeige auf meinen Computer, da, New York. Weil das ist für das, was wir jetzt gleich vorhaben, auch nochmal eine ganz spannende Sache. Dann könnt ihr nämlich sagen, also George Clooney hat die zwar auch, aber bei Jay habt das zuerst gesehen. So, und jetzt nochmal eine ganz spannende Frage hinterher. Hat irgendjemand in diesem Raum eine Idee, was an der Börse gehandelt wird? Da hinten habe ich es schon fast gehört. Aber natürlich mit dem Risiko, ich komme jetzt auch einfach mal. Dann können wir mal ein bisschen probieren lassen, das wäre auch... Die Arme. Ich gehe mal auf die andere Seite, falls sich da noch jemand meldet. So, wo sind sie, meine Stars? So, das da sage ich so. Was wird da gehandelt? Und vielleicht noch viel interessanter, was ist das überhaupt? Du guckst da runter, das wissen. Das weißt du. Axel vielleicht? So, und was ist so eine Aktie?
Das sind Wertpapiere. Und was hat den Wert oder hat das damit auch? Das haben nochmal Firmen. Das sind Teile von Firmen. So, manchmal, dann will das noch irgendjemand ergänzen? Dazu könntest du wieder vielleicht nochmal eine Firma nennen, von der du sagen würdest, dass du davon einen Teil bekommen könntest. Ja, also theoretisch über so eine Börse erwerben. Zum Beispiel bei Apple oder so? Zum Beispiel bei Apple oder so? Ja. Und meinst du, das hätte sich gut ergeben, wenn Apple hat sie gekauft haben? Ich glaube nicht. Was? Weil? Ja, man hat es nicht verstanden. Ja, aber der ist hier unglaublich. Das sag doch mal. Ich habe auch nicht verstanden. Nicht aber, ja, ja. Ich habe gesagt, dass die Werte seit dem Monsanto auch ganz sehr gesunken sind. Aber, ja. Und kannst du dir erklären, wieso? Ja, weil das ja so ein giftiges Zeug und viele halten das halt für nicht gut. Deswegen kauft keiner mehr die Aktie von Bayer. Und das hat dann den Preis von den ganzen Unternehmen reduziert, die den Einkauf von Monsanto. Ja. Okay. Ja, also, ich wollte gerade sagen, also ich merke hier hinten in der Ecke, also du sitzt halt enorme Kompetenz in diesem Bereich. Will das noch irgendjemand in irgendeiner Form ergänzen? Jetzt wo wir schon also bis zur Monsanto-Übernahme gekommen sind mit der ganzen Geschichte. Wobei, also nach hinten raus müsste man nochmal korrigieren, ich glaube, egal zu welchem Zeitpunkt man Apple gekauft hätte, das ist immer eine gute Entscheidung gewesen. Okay, also sonst noch irgendjemand für diesen Bereich, was da wohl so gehandelt wird? Weil sonst können wir ja erstmal festhalten, also jetzt wissen wir schon mal, da werden Aktien gehandelt. Spannende Sache. Darüber hinaus haben wir jetzt auch erfahren, so eine Aktie ist nichts anderes als ein Wertpapier. Dann haben wir nochmal nachgedacht, was heißt das überhaupt? Wertpapier, was hat das damit auf sich? Das ist ein Anteil an einem Unternehmen. Und kann man sich mehr oder weniger so vorstellen, dass ich halt im Endeffekt ein Unternehmen Geld zur Verfügung stelle, mit dem die arbeiten können. Und dann quasi dafür, dass die halt mein Geld haben und ich diesen Anteil an dem Unternehmen gekauft habe, bin ich dann halt Teilhaber. Also wenn auch nur zu ganz, ganz kleinen Teilen, aber könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, mir gehört ein ganz kleiner Teil von Apple. Das ist mehr oder weniger wie so ein Wertpapier passiert. Funktioniert. So. Dann gucken wir jetzt mal weiter, also halt auch gerade in diesem Umgang mit den Wertpapieren gibt es jetzt mal mehrere Möglichkeiten. Also Punkt A und Punkt B, da müssen wir uns jetzt nicht mehr groß drüber unterhalten, das habt ihr alle schon gelernt, könnt mir das wahrscheinlich auch problemlos so wiedergeben. Ganz spannend ist jetzt nur das C. Das muss ich zugeben, da habe ich auch schon wieder aus dem Handelsblatt gestohlen, da ist es auch so aufgetreten. Was hat es jetzt mit diesem Esel auf sich? So, dieser Esel zusammen mit diesen anderen großen Tieren der Börse taucht jetzt auf einmal auf mit der Frage, was für ein Anlegertyp bist du? Und dann sagten sie, ja, der Deutsche tut sich halt besonders schwer mit dieser ganzen Geschichte, also der ist nicht besonders interessiert daran, Anteile an Unternehmen zu kaufen. Wie kommt das? Also ich meine, ihr seid ja jetzt noch jung, aber ich entscheide zum Beispiel schon mal eine Generation, wo diese ganze Problematik, also Kapitalmarkt, das brauchst du gar nicht versuchen, das ist halt ein riesiges Casino, das kann eigentlich nur schief gehen. Das ist eine ganz spannende Sache, also das liegt daran, dass meine Eltern von dieser 2000er neuer Marktkrise traumatisiert gewesen sind. Aber das Hauptproblem mit dieser ganzen Geschichte ist folgendes, dass halt in ganz genau diesem Bereich, das ist, was ich schon seit 6 Jahren predige, jegliche Bildung fehlt. Ein Großteil der Leute machen das halt einfach mal so auf gut Dünken und dann sieht das halt folgendermaßen aus. Also der typische Aktienkäufer ohne Strategie, der macht das halt folgendermaßen. Also der hat sich in seinem Leben noch nie mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt. Das kommt jetzt so langsam, wird es wie in dem Film, den wir gleich gucken. Und dann hört er wahrscheinlich irgendwo in der Kneipe von irgendeinem Kollegen so, hör mal, hast du mal was von Facebook gehört? Und dann denkt er sich, ja, das kenne ich schon. Das ist doch irgendwie diese blaue Seite, wo die Leute Katzenvideos posten. Und dann sagt er jetzt zu ihm, hör mal, hast du mitbekommen, Facebook, das geht jetzt bald an die Börse. Kannst du Anteile von kaufen? Dann denkt er sich, ja, das wäre erstmal ganz interessant. Dann passiert es auch und dann fängt er an, das zu beobachten. Und dann also jetzt so das erste Stück, also da bist du diesen Punkt drauf, hat er das dann einfach im Blick und dann denkt er sich, ja, weißt du was, der Kollege hat es schon gesagt, dann bin ich da auch angemeldet und da sind da, glaube ich, auch noch ganz viele andere Leute angemeldet, ich steige da mal mit ein. Nimmt also einen größeren Betrag Geld und kauft jetzt diese Facebook-Aktien.
So, und jetzt entwickelt sich der Kurs auch noch für ein kleines Stück relativ gut und der ist unglaublich zufrieden. Und der läuft jetzt auch rum und erzählt der ganzen Welt, was für ein unglaublicher Star-Investor er ist. Ich und Warren Buffett, das sind die zwei Leute, die sich halt wirklich auskennen mit der Kapitalanlage. So, jetzt passiert aber was ganz Spannendes. Nämlich auf einmal bricht der Kurs ein. Und ich, uninformiert wie ich bin, ich und Warren Buffett, wissen jetzt halt einfach nicht, also wie gehen wir jetzt damit um. Denn auf einmal kommen Fragen auf, dass die ersten Leute fragen, ja, sag mal, so Facebook, das ist ja irgendwie auch eine tolle Sache, aber wie genau verdienen die überhaupt Geld? Also jetzt gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück, als das mehr oder weniger ganz genau so eingetreten ist, dass halt einfach niemand so wirklich wusste, wie verdient Facebook überhaupt sein Geld. Also da war halt klar, also man kann sich da anmelden, das kostet nichts, aber keiner wusste so wirklich, was die machen. Und das führte natürlich dazu, also dass der Kurs gerade am Anfang enorm eingebrochen ist, weil halt quasi dieser ganze große Kapitalmarkt sich nicht so wirklich erklären konnte, wie genau man jetzt überhaupt langfristig mit diesem Konzept Geld verdienen sollte. Er führt jetzt natürlich bei mir als Anleger ohne Strategie zu einer relativ großen Verdrossenheit, weil ich mir auch einfach denke, so, das ist, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Teufelszeug, Casino, das kann nicht funktionieren. Was mache ich also? Ich verkaufe es. So, ich habe auch hier so Smileys. So, ein bisschen gezittert. Oh, so, das Ganze verkauft. Und dann kommt jetzt aber irgendwann der Punkt, an dem sich der Kurs langsam wieder erholt. Also auf einmal gewinnt Facebook wieder an Wert. Eine ganz spannende Sache. Wie könnte das passieren? Ja, weil jetzt die nächsten Gerüchte halt die Runde machen. Also auf einmal heißt es auch schon wieder verworfen, aber das war damals ein ganz riesen Highlight. Da haben sie gesagt, Facebook baut jetzt zusammen mit Motorola ein eigenes Smartphone. Ist nicht durchgekommen. Führte aber dazu, dass ihr nur positiv auf den Kurs ausgewirkt. Und dann wurde irgendwann jemandem klar, also mit den Daten, die Facebook hat, können wir jetzt nochmal von Finanzkompetenz ein bisschen rüber zu Medienkompetenz huschen, können die ja unglaublich gezielt Werbung schalten. Das muss man sich mal überlegen. Facebook weiß per se alles über mich. Also die wissen, wann ich wohin gehe, wann ich schlafe, wann ich aufstehe, wann ich Auto fahre, in welchem Auto ich fahre. Das heißt, Facebook hat es so unglaublich einfach, mir eine Werbung zu schalten. Halt einfach zu sagen, also während halt die alte Industrie noch irgendwelche Plakate macht und halt einfach hofft, dass ich dann irgendeinen Eistee kaufe, weiß Facebook ganz genau, dass ich halt kein Eistee, sondern Wasser trinke und kann mir halt dementsprechend ganz genau präzise diese Wasserwerbung schalten. Führt natürlich dazu, dass man damit unserem Geld verdienen kann. Das heißt, der Kurs geht durch die Decke. Und was mache ich als Anleger ohne Strategie? Am Ende kaufe ich es, aber halt quasi meine Meinung zu dieser ganzen Geschichte ist dann einfach fertig. Das ist furchtbar und dann kann man halt nichts gewinnen. So, woran ist das Ganze jetzt gescheitert? Ganz spannende Sache. Kann mir das jemand sagen? Ich weiß nicht, bin ich gut in der Zeit? Ich habe heute keine Uhr auf. Wo stehen wir da? Ja, es ist gleich 10 Uhr, aber wir haben Zeit. Man hat die Aktien da für viel Geld gekauft, dann für wenig verkauft und dann wieder für viel gekauft. Also man hat mehr verloren als gewonnen. Ja, Market Timing nennt sich das und da ist alles schief gelaufen, hast du recht. Aber da ist noch ein anderes, ganz dramatisches Problem drin. Weil sonst jetzt, wo ich nur noch 10 Minuten Zeit habe, und ich glaube, ich habe auch 4 oder 5 Folien, löse ich das mal einmal schnell auf, und zwar habe ich diesen Hasen dabei, der Folgendes sagt. Er hätte eine Lektion an der Wall Street gelernt, und die ist, nicht alle Eier in einen Korb zu tun. Und jetzt vielleicht nochmal hinterher. Was hat der Typ davor falsch gemacht? Ich sehe eine Meldung. Weite Wege. Er hat sein ganzes Geld in eine Firma gesteckt. Ganz genau so. Denn das Schlimmste, was man halt machen kann, ist, wenn man halt einfach nicht, also wenn sie von Anfang an sagt, ja, ich habe halt volles Vertrauen daran, dass irgendwas passiert. Denn gerade in dieser ganzen Welt, dieser wunderbaren Welt der Wertpapiere, gibt es halt einfach niemanden, der die Zukunft vorhersagen kann. Das heißt zu sagen, also ich habe mein komplettes Risiko bei dieser einen Firma, namentlich halt in unserem Beispiel Facebook liegen, führt natürlich dazu, dass ich halt diese enormen Verluste halt auch realisieren kann. Das heißt, das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte, das könnt ihr euch jetzt auch schon mal merken für die Zukunft, also der Hase, das nennt sich dann Diversifikation, sagt der BWL-Student, im Nachhinein ist es aber halt einfach Risikostreuung. Dass man sich halt überlegen muss, also wenn ich halt quasi mein komplettes Risiko bei einem Unternehmen liegen habe, habe ich auch mein komplettes finanzielles Schicksal bei ganz genau diesem Unternehmen. Wenn dieser Typ jetzt vorhin einfach gesagt hätte, also ich nehme halt die Hälfte meines Geldes, kaufe davon Facebook und die andere Hälfte und kaufe davon zum Beispiel Apple oder BASF kaufen wir natürlich nicht, aber also ich hätte davon Apple-Aktien gekauft und Apple hätte sich in dem gleichen Zeitraum gut entwickelt, hätte das natürlich dazu geführt, dass wir unser Risiko schon mal auf 2 Schultern verteilt haben.
Und das ist halt das absolute A und O. Also das absolute A und O ist natürlich, sich wirklich aktiv mit der Thematik auseinanderzusetzen und dann auch zu lernen. Also was bedeutet das überhaupt, ein cleverer Investor zu sein? Und danach aber auch einfach zuzusehen, also dass halt quasi je mehr Unternehmen man investiert, desto geringer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ganz genau in dieses Szenario kommt. So, und wieso ist dieses Szenario jetzt überhaupt so interessant? Also jetzt sehe ich hier eine Jugenduni und auf einmal kommt er mit Diversifikation an. Das ist irgendwie auch ganz spannend. Denn im Laufe dieses Abends werdet ihr neben mir noch eine Person kennenlernen, die sich da geil nennt. Wer auch immer das ist. Und wenn der sich jetzt hier unseren Ratschlag zu Herzen genommen hätte, für das, was er auch immer vorhat, und wir wollen jetzt einfach nur mal annehmen, dass der Aktien kauft, und zwar von einer Firma, die sich Ibis Clear Capital nennt, und sich halt auch ganz genau diese Masche reinfällt, dass ihm irgendjemand sagt, das ist ein bombensicheres Ding, da investiere all dein Geld rein und dann geht irgendwas schief. Könnte dann mit drastischen Konsequenzen enden. Gucken wir uns gleich mal den Film an. Aber was wir hier auf jeden Fall mal festhalten können, ist, dass wenn diese Person einfach gesagt hätte, hör mal, da war doch dieser langhaarige Junge bei der Jugenduni, damals Mona, und der hat gesagt, ich muss mein Risiko über mehrere Schultern verteilen und hätte jetzt in diesem Kuchendiagramm einfach nur das etwas dunklere Stück genommen und das halt in ganz genau diese Ibis Clear Capital Aktien investiert und halt quasi das komplette, den ganzen anderen Rest seines Geldes halt anderweitig untergebracht, dann wäre vielleicht seine Karriere als Investor ein bisschen länger ausgegangen. Denn wenn man jetzt hier mal guckt, also gerade wenn es ums Geld geht, gibt es halt unglaublich viele von den sogenannten Experten, George Clooney und so, die halt ganz genau das sagen, also dass die halt wirklich verkaufen wollen, also ich weiß es besser, ich habe all die Erfahrung, ich habe den teuersten Anzug und deshalb habe ich die meiste Ahnung von dem, was hier passiert. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, also dass hier per se mal gilt, niemand, absolut niemand hat irgendeine Idee, was morgen passiert. Viele Leute behaupten das, aber halt auch gerade am Kapitalmarkt kann man mal festhalten, es gibt niemanden, der die Zukunft voraussagen kann. Punkt. Ja, dann natürlich, wie schon gesagt, über Risikostreuung kann man dann aber auch trotzdem in die Zukunft arbeiten, aber man kann sich halt auch solche Aussagen, morgen passiert das und das, erstmal nicht verlassen. Keine Glaskugel. Ja, deshalb sollte man sich halt niemals blindlings auf irgendwelche Gurus, egal wie schick deren Hüte sind und wie viele Dollarzeichen da drauf sind, verlassen. Denn im Nachhinein machen die halt ganz genau das. Also, ihr kennt das ja wahrscheinlich selber, das ist so von Instagram, ist ja mittlerweile auch wie so eine Seuche durch dieses ganze Programm. Also alle irgendwelchen Bitcoin-Spezialgruppen, demnächst bringen einem dann halt Forex-Trading bei und irgendwie läuft es dann immer darauf hinaus, also gib mir erstmal Geld und dann verrate ich dir, wie du Geld bekommst. Und die kaufen sich halt einfach den Porsche von dem Geld, was sie halt von den Leuten, denen sie halt die Hoffnung gemacht haben, ja, dann halt irgendwie eingestrichen haben, aber nach hinten raus gewinnt da halt keiner, außer der, der es halt verkauft. Also das funktioniert auch mal nicht. Ja, denn wenn man sich vorher ausgiebig mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzt, also jetzt sind wir halt wieder bei mir und dass ich halt einfach sage, das absolute A und O bei dieser ganzen Geschichte, bei Leben im Allgemeinen, großen Teil vom Leben, ist es halt quasi, sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Also Finanzbildung, habt mir da bitte weiterhin ein Auge drauf. Dann kann man halt auch gerade dieses Thema Geldanlage also ganz entspannt angehen und damit auch eine, ja, gute Zukunft planen. Denn, ja, also man weiß halt, was an so Börsen passiert und vor allem aber auch, wie die funktionieren. Weil also das ist, wie wir jetzt hier relativ kurz angeschnitten haben, aber im Nachhinein ist es halt Risikostreuung. So simpel. Und damit lässt sich dann natürlich nach hinten raus auch vermeiden, dass man dann in irgendeiner Form drastische Maßnahmen rund um die ganze Thematik einleiten muss. Und wie das dann aussieht, gucken wir uns jetzt gleich an. So, dann habe ich noch das hier mitgebracht. Also solltet ihr jetzt sagen, Mensch, das ist interessant und irgendwie mit so ein paar Punkten hat er vielleicht auch recht gehabt. Also ich sollte mich vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Hätte ich noch einmal die Webseite mit dabei. Also uns findet ihr auf www.funnymoney.de. Und dann erinnert ihr euch aber auch, dass ich vorhin, schon eine halbe Stunde oder so gesagt habe, im Leben gibt es sehr, sehr wenig umsonst. Deshalb setze ich euch hier als neuen Finanz-Superstars hier auch direkt einen Preis drauf. Nämlich da ganz oben rechts, wo jetzt anmelden steht, ist, nachdem man angemeldet ist, kostenfrei, ein kleiner pinker Button und da steht Feedback. Was mich unglaublich interessieren würde, ist, ob ihr Spaß an dieser ganzen Geschichte habt. Also da einfach ein bisschen mit rumspielen, gefallen euch die Videos, versteht ihr alles, was da gesagt wird, fehlen euch da Inhalte, da reichen mir irgendwelche Wortfetzen, in denen halt einfach nur gesagt wird, Mensch, das kannst du besser. Dass wir halt einfach auf der anderen Seite wissen, da müssen wir halt noch ein bisschen dran arbeiten, um so zusammen mit euch halt wirklich ein Finanzportal aufzubauen, mit dem man dann halt auch jedem helfen kann. Und um diese Geschichte, nicht so wie Kai. Ja, dann hier für die jungen Leute Instagram, da könnt ihr uns auch finden, auch wieder funnymoney.de. Freuen wir uns sehr über jeden, der es halt verfolgt. Könnt ihr dann die Abenteuer von mir und Eka ein bisschen mit anschauen. Ab und an immer meine Finanzweisheit. Ja, und dann ganz klassisch das Facebook noch dazu.
Also falls ihr jetzt denkt, Mensch, das war ein ganz spannender Vortrag, ich habe aber nur die Hälfte verstanden, weil er so schnell geredet hat, den haben wir halt nachher als Live-Video auch nochmal auf dem Facebook. Weil sonst hätte ich gesagt, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Also ganz begeistert, also dass es jetzt hier also so still verlaufen ist. Also am Anschein nach gibt es ja Interesse für die Finanzgeschichte hier. Und ja, ich freue mich jetzt schon enorm drauf, mit euch den Film zu gucken. Ich bin jetzt gleich schon mal ein bisschen draußen und halt nach dieser Präsentation sitze ich halt auch wieder draußen. Da liegen auch Flyer und alles, was man sonst noch so braucht. Und genau, also wenn ihr irgendwas habt rund ums Geld, könnt ihr auch sonst auf Social Media schreiben. Dankeschön. Ja, herzlichen Applaus an Jakob Risse vom Funny Money Team. Ja, ich bedanke mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid und...